Es gibt Spiele, da könnte man, was weiß ich, Runden bis Mitternacht spielen. Und heute war so ein Spiel, wo man gesehen hat, hier passiert nicht mehr viel Positives für uns. Von daher waren wir alle froh, dass es dann beendet war und dass wir uns eben in dem Spiel gegen Leverkusen zuwenden können. Ich glaube, wir hätten es auch zu keinem Zeitpunkt verdient gehabt, wenn wir in der Anfangsphase zwei große Chancen hatten. Aber Inter war heute einfach klar überlegen. Das ist ja der Titelverteidiger mit Spielern, die eben das sehr, sehr gut gemacht haben, auch heute gegen uns. Bei uns ist es so, dass doch einige Spieler heute nicht dabei waren. Und das hat man auch gesehen, das können wir uns auf diesem Niveau, können wir das noch nicht ausgleichen. Wir hätten heute in Führung gehen können, das wäre vielleicht dann die Chance für uns gewesen. Und danach haben wir uns einfach wirklich wieder, so wie wir das ja häufig tun, sehr naiv verhalten. Na, das ist das 1-0 fällt aus dem Nichts, das ist keine zwingende Aktion. Und dann ist man auf der Verliererstraße. Und dann hat natürlich ein Eto'o, der sowieso einen guten Lauf hat im Moment, der hat natürlich dann so eine Sicherheit in seinem Spiel, dass er dann kaum zu stoppen ist. Ich suche jetzt nicht nach Entschuldigung. Wir haben uns naiv verhalten und das auch schlecht gespielt. Und da war sicherlich auch ein Klassenunterschied zwischen diesen beiden Mannschaften heute zu sehen. Nur das hat jetzt nicht so viel mit unserem Spiel am nächsten Samstag zu tun. Wir haben gegen den Titelverteidiger gespielt und es ist normal, dass die eine andere Qualität haben als wir. Und wenn uns dann noch so viele Leistungsträger ausfallen, dann ist es noch schwerer. Aber natürlich ist es ärgerlich, dass man diese Chance selber nicht nutzt, dass man hier nicht in Führung geht. Das waren zwei gute Möglichkeiten von Hugo. Die muss man nutzen, um hier eine Chance zu haben. Und wir können die Tore nicht immer so wegschenken. Dagegen kann man ja kaum ankommen, dass man, wenn ein Gegner geniale Dinge macht, wenn Snyder einen Ball in den Winkel schießt oder wenn Eto'o sich durchsetzt und er ist nicht zu stoppen, dann ist das ja was anderes. Aber wenn wir den Ball herschenken im Aufbauspiel, dann ist das natürlich sehr, sehr ärgerlich und das hat ja dann zur Folge, dass unser Spiel darunter auch sehr leidet und also der Ärger ist über diese Fehler, über diese Gegentreffer, der ist schon sehr groß. Die individuellen Fehler, klar sollten wir die abstellen, aber das passiert im Spiel und es ist schade oder bitter, dass es heute so oft passiert ist. Wir haben gegen Hannover eine Menge Gegentreffer bekommen. Wir haben sogar gegen Köln haben wir dann auch zwei Gegentreffer bekommen in dem Spiel, was wir eigentlich kontrolliert haben. Insgesamt geben wir die Tore zu leicht her. Das beunruhigt mich. Wie gesagt, heute auch wieder der erste Gegentreffer aus dem Nichts. Wir sind im Ballbesitz im Aufbauspiel. Also es gab eigentlich keinen Grund, dort den Ball zu verlieren und dem Gegner eine Chance zu eröffnen. Und ich habe es gesagt, also das beunruhigt uns, weil das natürlich, weil man aus diese Situation, um da ein Spiel wieder zu drehen, da muss man einen riesen Aufwand betreiben. Und wenn man dann auf so clevere Mannschaften wie Inter Mailand trifft, dann dreht man so ein Spiel nicht mehr. Es ist schwer jetzt nach dem Spiel, wenn man 4-0 verliert, da etwas Positives draus zu ziehen. Also ich sehe da nicht viel. Ja, eine Erkenntnis, die für mich jetzt so neu nicht ist, dass für viele Spieler, dass das noch ein weiter Weg ist, um mal so ein Niveau wie einige bei Inter schon erreicht haben, bis unsere Spieler das erreichen. Das ist noch ein weiter Weg und da verbleibt noch eine Menge Arbeit. Das ist, ich glaube, das ist die Erkenntnis, die wir aus dem heutigen Spiel mitnehmen können.